Hi Leute, hier ist Ismail Çetinkaya. Wie ihr alle wisst, wir wollten ja in Istanbul eine professionelle Veranstaltung am 24. Mai veranstalten. Und leider habe ich gestern Abend, so gegen 22 Uhr, von meinem Partner einen Anruf bekommen, dass der Staat uns das Genehmigung entzogen hat, weil wir haben ja von einer MMA Federation das Genehmigung genommen. Aber die haben, Staat meinte, dass das kein Federation ist, sondern ein Verein ist und die Vereine dürfen keine Genehmigung geben. Und das Problem ist halt, weil die uns die Genehmigung entzogen ist, dürfen wir die Veranstaltung jetzt im Moment nicht machen und deswegen müssen wir es jetzt auf August verschieben. Nichtsdestotrotz bin ich richtig sauer. Wir haben schon alles andere auch bezahlt. Wir haben schon fast 20.000 Euro ausgegeben mit Hotel und Reservierung und Flüge und alles drum und dran. Und die Halle, Musik, wie sie alle hier der Veranstalter weiß. Nichtsdestotrotz, ich möchte, also ich persönlich selber ein Kämpfer bin, möchte ich auch an den Kämpfern mich erstmal sagen, dass mir leid tut. Aber ihr wisst ganz genau, ich kann selber nichts dafür. Das ist eben so. Für mich ist nur wichtig, dass die Kämpfer auch entschädigt werden. Wir bezahlen 50% der Gagen an Kämpfern, die unseren Turnier teilnehmen werden. Und im August kriegen sie natürlich wieder die volle Gage. Im August wird die Kampfveranstaltung stattfinden. Einen genauen Tag werde ich euch erst in den nächsten Wochen sagen. Und ich hoffe, dass wir halt, wenn alles dann glatt läuft. Im August ist es auf jeden Fall das 100% sicher. Wir hatten nur das Problem, dass wir Genehmigung von den Staaten nicht bekommen haben, weil wir den falschen Leuten uns ein Boot geholt haben. Und demnächst wird das jetzt halt online gestellt. Verfolgt uns weiter so. Wir werden auf was Gutes in Beine stellen. Mit ganzen Kämpfern. Schaut Ground and Pound, schaut AFC bei Facebook. Wir sehen uns bald. Bis dann, Jungs. Ciao.